Dame, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich bin hier gerade noch zu Hause, bin gerade noch ein bisschen am Üben und so weiter. Wir haben heute Freitag, den 11. September, 14.15 Uhr. Ja, meine Kamera läuft, okay. Und zwar, ich wurde heute Abend eingeladen von meinen Kollegen und Freunden von den Dorfrockern. Die haben einen Auftritt und haben gesagt, Mia, komm doch vorbei, bring deine Tuba mit, vielleicht können wir das ein oder andere Liedchen zusammenspielen. Und da dachte ich, das lasse ich mir definitiv nicht nehmen. Freue ich mich sehr über die Einladung. Deshalb habe ich jetzt auch noch ganz kurz geübt, weil die immer so ein bisschen andere Tonarten haben als ich mit ihren Gitarren. Die sind immer so kreuzlastig unterwegs. Mia aus dem Schnitt und außerdem sind die musikalisch auch verdammt gut. Ganz egal, ich würde sagen, wir gehen los. Ich drehe jetzt mal noch ein paar TikToks und nehme euch vielleicht da ganz kurz mit. Ihr bleibt jetzt hier dran und ja, peace, bis gleich. Mal ganz kurz vorneweg, ich finde es immer so blöd. Und zwar, ich will jedes Mal euch neu begrüßen und sagen, so, ja, jetzt, bis später, ciao. Obwohl ihr den Vlog hier anschaut, der geht ja komplett durch. Aber ich denke immer, ja, jetzt habe ich 2 Stunden die Kamera, ich sehe keine Ahnung, ganz egal. Yo, ich würde mal sagen, kann losgehen. Ich weiß auch nicht so ganz, aber egal. Kaum dreckig das Rampenmobil. Wie ihr seht, ich mache gerade noch ein paar TikToks. Ganz by the way, wir sind jetzt einfach 70.000 auf TikTok. Jetzt geht's mal noch ganz kurz in die Hut von Andrea Berg. Ich weiß, ihr wolltet schon immer mal sehen, wie ich die Parktaste hier drücke. Man kann ja sagen, was man will, aber dass die Location hier sowas von Endstufe ist, also für die, die es nicht wissen, ich bin hier im Sonnenhof in Asbach oder Klein-Asbach, Groß-Asbach, die Hut von Andrea Berg, und das ist der absolute Wahnsinn. 1 hour later. Oh, ich hatte hier gerade noch ein Meeting und jetzt geht's aber wirklich los nach Merklingen. Kennt ihr das? Wenn ihr aber so voll Hunger habt. Und jetzt habe ich gerade da bei so einem Bäcker gehalten, dachte, ja, ich hole mir eine Brezel. Was habe ich mir jetzt geholt? Einen Zwiebelkuchen. Oh mein Gott, Micha. Ich wollte eigentlich eine Brezel. Damit ihr Bescheid wisst, wo ich bin, hier Stuttgart City, Mercedes-Benz Museum, VfB-Stadion, Mercedes-Benz Arena und so weiter. Hier seht ihr die Location für heute Abend. Die Tische alle schön auf Abstand gestellt. Yo, Soundcheck erledigt, kann somit losgehen. Damit ihr Bescheid wisst, absolute Champions League im Befestigen von Mikrofonen. Vogelbeerbaum! Der schönste Baum ist der Vogelbeerbaum. Vogelbeerbaum ist der schönste Baum. Der schönste Baum ist der Vogelbeerbaum. Vogelbeerbaum war der Nacht. Halli, hallo, Elisabeth. Vogelbeerbaum auf den Vogel. Auf geht's zum Endspurt, Hände nach oben! La 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 la, hey la 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 la, oh la la la. Ich bin Adolf, geh Adolf, bin ich Scholz. Gib mir drauf, geh das denn aus dem Hals. Ich bin Adolf, geh was ganz Schönes geben als Hauptmann. Ich hoffe, man sieht so ein bisschen was, wenn nicht, sollte man was hören. Ganz egal, das war's. Es war echt ein richtig cooler Auftritt hier mit den Jungs von den Dorfrockern. Die sind einfach so cool drauf. Das ist der absolute Wahnsinn. Jetzt gab es gerade noch ein Absagerbierchen. Natürlich für mich alkoholfrei. Und jetzt düsen wir mal nach Hause. Oh, mir ist kalt. Ich habe einfach keine Weste, kein Pulli dabei. Und ohne Witz, wir haben heute den 11. September, habe ich ja schon mal gesagt. Jetzt ist das Licht ausgegangen. Und wisst ihr was? Es ist der erste Tag in diesem Jahr. Also in diesem, ja, ihr wisst, was ich meine. Nö. Saison, ja, dass ich jetzt die Sitzheizung anmache. Jo, erstmal noch zum Megas. Du bist schon schön. Hallo, hallo, einmal Gutschein Nummer 300, bitte. Die 300? Ja. Und Soße? Süß-sauer und Curry. Außerdem? Das wäre alles. 390 Euro, fand ich voll, danke. Dankeschön. Gleichfalls. Gleichfalls, ja. Schönen Abend noch. Ciao. Sagt er einfach, gute Fahrt und ich. Ja, danke, gleichfalls. Alles klar, weißt du Bescheid.
Message an mich selbst. Micha, geh nicht nachts um 12:30 zu McDonald's, weil du dich jetzt so voll gefressen fühlst und... Wer von euch kennt es? Boah, Mac ist geil, richtig Bock drauf. Dann isst du und denkst, na, es schmeckt richtig gut. Und dann bist du kurz vor Ende und denkst nur, das war so unnötig. Und das war's definitiv. Ihr seht, der Micha ist wieder zu Hause auf seiner Couch. Wir haben jetzt irgendwie kurz nach 1. Ich bin echt ein bisschen müde. Ich habe noch überlegt, ob ich den Vlog jetzt so schneiden soll, aber ich habe keinen Bock mehr. Ich gehe jetzt pennen. Und in diesem Sinne, peace out. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Daumen da, ein Abo und so weiter.